zufällig gerade hier am Neuendorfplatz. Und die U-Bahn-Station wollte ich euch auch schon öfters zeigen. Aber ich habe jetzt keine Gelegenheit dazu gehabt. Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf der neuen U-Bahn-Linie. Es wird gebohrt und gefräst. Überall wird Gebauszeit in Berlin. Ja? U-Bahn-Linie U1 ist das. U3, U1. Und ja, ich wollte euch so ein bisschen in den U-Bahnhof zeigen. Damals auch etwas verdreckt. Neuendorfplatz ist eine LGBTQ-Ecke. Ja? Homosexuelle Ecke, lesbische Ecke. Hier leben sehr, sehr viele homosexuelle und lesbische Paare oder aber auch Solos. Die Wohnungen sind hier auch nicht unbedingt billig, weil das Ganze noch zu Charlottenburg und Kudamm gehört. Fast. Neuendorfplatz, ist das nicht Tiergarten schon? Ist ja egal. Auf jeden Fall würde ich euch so ein bisschen drumherum zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Erwartet bitte nicht so viel, weil das ist nun mal nicht Neukölln oder Kreuzberg. Aber als erster Stelle, was wir sehen, ist zum Beispiel jetzt hier am Gleisbett. Das ist bis jetzt das sauberste, ohne Scheiß, bis jetzt das sauberste Gleisbett, das ich je gesehen habe. Schaut mal. Im Gleisbett ist absolut nichts. Seht ihr das? Blank. Ja. Und spritzen wird, glaube ich, eher schwer hier. Aber ihr könnt euch mal so die Decke reinziehen. Wie die Decke hier so aussieht. Und die Stahlträger hier, wie die das alles halten. Die Pfeiler auch schon super alt sind. Ich gehe mal etwas näher ran. Also, dass das Ganze schon etwas mitgemacht hat hier, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Jetzt sehe ich hier ein bisschen Spachtelmasse. Hier wird gerade auch schon abgedeckt. Ihr seht, hier wird auch gebaut. Ja. Die Verkabelung ist nicht so gut. Das müsste man auf jeden Fall irgendwann mal abdecken. Aber schaut euch mal bitte an, wie die Kabel hier verlegt sind. Meiner Meinung nach für mich lebensgefährlich, wenn ein Kabel abfliegt und du einen Stromschlag kriegst, als Passant, der hier einfach mit der U-Bahn fahren will, dann haben die ein Problem, die BVG. Ich weiß nicht, ob man so Firmen verklagen kann, so wie in den USA. In der USA kannst du alles verklagen, wegen jeder Kleinigkeit. Aber hier, schwierig mit Rechtsstreit. Die Lichter wurden neu angebracht, sehe ich gerade. Und das sind hier die Kabel. Ja, also freiliegende Kabel, Alter. Und hier ist auch nicht besser. Schaut mal hier in die Ecken. Seht ihr das? Also fast alle U-Bahnhöfe sehen schrecklich aus in Berlin. Hier nochmal ein riesen, also langer, komischer, weißer Kabel. Aber wie gesagt, die bauen drauf, die bauen ja noch hier drauf. Und was interessant ist, die U-Bahn sieht so scheiße aus. Drumherum ist aber schön. Drumherum ist schön und sauber. Aber Hauptsache Blaulicht, Alter. Wozu auch immer das sein soll. Hi, das bin ich. Ihr Hobby. Ja, auch hier drumherum keine Spritzen weit und breit zu sehen. Also hier ist wirklich sauber. Und der Boden ist auch relativ sauber. Hier ist, wie gesagt, LGBTQ-Area und super sauber. Also die homosexuelle Szene, sie legt auf jeden Fall Wert darauf, auf Sauberkeit. Das ist, was ich bei denen schätze. Ja, also, ja, ich spreche so, als wären das irgendwelche Hunde. Homosexuelle sind auch Menschen. Die sollen ihr Ding machen. Mir ist das egal. Auf jeden Fall merkt man, dass das hier so eher so sauber gehalten wird. Und dass der U-Bahnhof auch auf jeden Fall sauberer ist. Gut, hier noch ein bisschen abgefuckt. Da noch ein bisschen abgefuckt an den Ecken. Die Sitze, Alter. Oh, Alter, was ist das? Was ist das weiße Zeug? Ih, Alter, was? Okay, ich nehme alles zurück. Das sieht auch schon krass aus. Schau mal. Die Bänke. Schau mal bitte, wie die Bänke aussehen. Drogenkonsum pur. Habt ihr das weiße Zeug gesehen gerade? Schlimm. Sehr schlimm. Fast an jedem U-Bahnhof in Berlin. Was ist hier los? Berlin, Neuendorfplatz. Keine Sorge. Wir machen ein ausführliches Review hier. Von der Station mal wieder nach meiner U-Bahn-Tour im Winter. Ab und zu mal Stichproben, stichartige Proben mit den U-Bahn-Hilfen. Ja? Auch hier sauber. Bisschen Feuerzeug, bisschen dies, bisschen das. Gehen wir mal weiter auf diesem Wege. Auch hier die Ecken so ein bisschen abgefuckt.
Die Verkabelung gefällt mir gar nicht. Schaut euch das an. Unten wird was gefräst, Alter. Hier ist auch schon abgesperrt. Da wird natürlich umgebaut, wie ihr seht. Neuendorf. Die Jungs arbeiten hart. Die Bank war auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Schrecklich. Weißes Pulver. Mit einer Flüssigkeit. Irgendwie ganz komisch zusammengetrocknet. Die Bänke hier gehen relativ. Neuendorfplatz U1, Ulanstraße und U3, Krumme Lanke. Ja, hier auch wieder diese Brandflecke. Ihr seht's. Brandflecke. Brandflecke. 20 Euro Uber Eats. Müll. Ja. Ganz Berlin wird umgebaut. Darunter ging es mal zu U1, glaube ich. Ne? War das die U1? Nein, das war die U3 und U1. Was auch immer da für eine Station jetzt gebaut wird oder was auch immer da stattfindet, scheint wieder was Neues zu sein. So. Hier in der Mitte, knapp. Auch jetzt nicht viel. Wir gehen mal ganz kurz ans andere Ende. Ja. Ich würde euch so gerne was dazu sagen. Hier, zu diesen Snackautomaten. Aber ich darf nicht so viel erzählen. Erst ab Oktober, versprochen. Ja, ich würde euch so gerne was darüber erzählen. Demnächst, was auf euch zukommt. Aber wir sagen lieber nichts. Ja. Ich sag lieber nichts. Hier noch ein bisschen Müll. Trinkpäckchen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ja. Ich habe mit der Firma zu tun, aber ich sage euch nicht, was abkommt. Was abgeht. Was wir für einen Deal ausgemacht haben. Für mich. Ja. Puh. Ja. Sieht so, sonst ist das eigentlich ganz okay. Sieht auch sauber aus. Die Beleuchtung ist wirklich sehr, sehr stark. Aber die Verkabelung sieht scheiße aus. Wir müssen das Ganze ja noch ummanteln, Freunde. Das dürft ihr nicht vergessen. Das wird ja alles noch ummantelt. Und ich zeige euch immer die Realität. Nichts als die Wahrheit. Was ist denn hier los jetzt hier? Keine Spritze, nix. Wenigstens eine Spritze wäre legit, Alter. Keine einzige Spritze da. Nix. Nicht mal eine einzige. Ja. Auch eine richtig coole Beleuchtung. Schau mal. Da hinten wie so ein Zimmer, wie so ein Gaming-Zimmer. Da kann man einfach einen Tisch, einen Stuhl hinstellen. Gaming-PC und einfach streamen so. Ja. Nee, ich sehe nichts. Keine einzige Spritze. Blechpapier sehe ich. Ja. Oh, ich höre doch, irgendjemand pfeift, aber wer? Ja. 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 Wie geht's, Bro? Alles gut? Bei dir? Ist wieder eine Session, ja? Bruder, immer Session, Bruder. Man muss arbeiten, Bruder. Ja. So wie du gerade am Start bist. Ja. Was machst du? Arbeiten. Dumme Frage. Die ganze Zeit fahren, Digga. Die Frage, Digga. Ja. Wie sieht's aus? Ach, du bist ja immer hier, ne, sozusagen. Auf dem auf der Warschau-Straße? Ja doch, ich fahre alle Linien. Du bist am Start, Bruder. Du nimmst alle Linien, ja? Alle Linien. Eine Kleine für die Seele. Nein, wir sind aus dem Alter raus, Bruder. Wie lange bist du unterwegs noch? Bro, ich bin jeden Tag mindestens bis 23.00 Uhr unterwegs. Hilft nichts. Ich habe mich dazu entschieden. Jetzt, wenn ich nicht mache, dann passiert nichts. Ja, also, wenn ich jetzt, dann... Ja, war gut, ganz gut. Urlaub musste sein, Bruder, ich musste weg. Die hatten, Familie hatte keine Lust, jetzt Amerika, 10 Stunden zu fliegen oder so. Ja. Türkei, Bruder, 3 Stunden. Aber war schön. War schön, war sehr, sehr schön. War teuer, aber war schön. Die Türkei ist voll teuer geworden. Die haben uns schon hart genommen, aber ist okay so. Da sagen die, lass mal verlängern. Ich sag, was für verlängern? Ich bin hart, Mann. Ich hab da kein Geld mehr, weißt du, oder? Die haben da alles auf den Kopf gemacht. Ja. Du weißt, wie lange noch hier? Nein, ich habe gleich wieder ab. Ich wollte noch ein bisschen oben sein, ein bisschen dies. Relativ, oder? Ich muss noch hier ein bisschen. Noch Motor machen. Hin und her. Wir sehen uns bestimmt nochmal gleich. Ja, ich komme schon noch. 20 Minuten wieder hin. Stark, oder? Kannst du dann eine Runde mitmachen, wenn du Bock hast? Ja, natürlich, können wir gleich mal machen. Aber ich bin mal sehr vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie es auf mich zurückkommt. Links, Mädchen? Ja, ja. So, du kennst ihn doch. Mach's gut hier. Ist der ganze Weg Oberfahrer! Alter, what the fuck is going on, Bro? Was geht hier ab, Freunde? Seht ihr das? Ganz kurz, what's going on, Bro? Das ist schon krass hier.
Guck mal bitte, was hier abgeht. Ja. Der Giga ist auch am Start. Playboy. Starker Typ. Der ist 2 Meter hoch. Wenn du den anmachst, gibt er dir eine Kelle, Alter. Da liegst du erstmal flach. Solche Typen sind das. Ja. Habt ihr das Pulver gesehen gerade? Ihr kriegt hier sogar Drogen umsonst auf der Straße. Ja. Ich sehe ja manchmal auch die ganzen Penner, die auf dem Boden rumgucken und die Reste aufsammeln. Genau solche Vibes sind das hier. Ja. Alter, der Bahn. Hier Touristen, irgendwelche Inder. Die Ecken sind allgegenwärtig. So, jetzt mal ganz kurz die Station von außen. Wenn wir dann schon hier sind, nehmen wir hier auch nochmal mit. Ne? Die Kollegen hier von der BVG müssen auch ackern, wa? Die ganze Nacht. So ist das nämlich. Ja, ja, gehört dazu. Gehört dazu. Da habe ich jetzt hier eine OB gefunden, Alter. Einfach so. Braucht jemand einen OB? Stark. Sehr stark. Also in Berlin findest du auch wirklich alles, ne? Auf dem Boden. Bitte? Berlin-Brandenburg. Berlin-Brandenburg, das ist Berlin, mein Lieber. Das ist ja Berlin-Brandenburg. Das ist Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf. Nein, Berlin-Brandenburg, Mitte und der Stadtteil heißt Kreuzberg. Der Stadtteil heißt Kreuzberg? Ja. Aber Brandenburg ist doch etwas weiter weg, mein Lieber. Nein, es ist eine Stadt. Eine Stadt? Okay. Mir war so, als würden wir in Berlin sein. Genau. Ja. Okay, wir machen das so. Heute geht's nach deiner Pfeife, Berlin-Brandenburg. Ja, ich verstehe. Neuendorfplatz. Die Belichtung ist auch sehr stark. Das ist allerdings illegal angepackt worden. Was sagst du? Illegal? Ja, das heißt eigentlich Liberty Place. Ja, ist das? Liberty Place, Freiheitsplatz. Liberty Place? Liberty. Achso, sie hieß das bestimmt früher, oder was? Ja, das ist also schon länger illegal. Also schon ein paar Jahrzehnte. Das Aushängeschild ist illegal. Ja. Wie ist städtisches Gebäude. Städtisches? Ja. Wir haben ja, das ist Notstandsverfassungszeit. Okay. Und die Station ist schon etwas älter, das weiß ich. Ja, ist auch städtisch. Städtisch. Mhm. Okay. Aber wieso ist jetzt Neuendorfplatz illegal? Ja, das wurde so genannt, obwohl das eigentlich nach Rechtslage Liberty Place ist. Liberty. Das hieß damals so oder hast du es jetzt ausgedacht? Das sind Fakten. Ach, das sind Fakten, okay. Alles klar. Ja, wie kann man dagegen angehen? Kann man das noch ändern? Ja, das wird noch geändert. Das wird noch geändert? Ja. Ah ja. Wir haben nur, wir handeln nach den Prioritäten. Ihr handelt nach den Prioritäten? Sie. Ah ja, okay. Und wer seid ihr? Was genau machst du? Könnte sie vielleicht Sie ziehen. Was machen die denn genau, Sie? Ja, ich habe mehrere Jobs. Du hast mehrere Jobs? Ja. Sie haben mehrere Jobs, Verzeihung. Sie wollten ja gesiezt werden. Du bist der Stadtsenator. Ein Stadtsenator. Ich spreche da für den Stadt Berlin-Brandenburg. Sie sind ein Stadtsenator von Berlin-Brandenburg. Ein Stadtsenator vom Staat. United Nations. United Nations. Ja. Wie mein Onkel. Jesus. Oh, grüß dich, mein Lieber. Alles gut? Ja, ich kriege gerade mit dem Stadtsenator. Geil. Von Brandenburg. Ganz sicher mit. Ja, natürlich. Starker Typ, gehst du zum Training dein Handy, mein Lieber? Ja, es ist alles gepanzert, kein Problem. Alles gut, ja, perfekt, mein Lieber. Cool. Nice to meet you, Mann. Geil. Sauber, kommst du gerade vom Training? Ja, Mann. Ah, das motiviert mich immer wieder, ist auch ein Zeichen für mich. Ich muss wieder was tun. Und nicht nur labern. Ja, Mann. Wo willst du hingehen? Ich mache hier gerade so ein bisschen Video. Wenn du nichts dagegen hast, bist du gerade auch mit drauf. Neuendorfplatz und das Schild soll illegal sein. Echt? Hat dein Kollege. Wer sagt das? Ja. Du weißt ja, wie das float. Das float. Nee, sorry, du bist ein Senator, ich hab's vergessen. Ja. Senator. Ja. Wann bringst du wieder Logo hin? Ab und zu mal wieder. Ja. Ah, geil. Laut deiner Aussprache, so wie du dich gerade anhörst, kommst du aus Leipzig. Ja, ursprünglich. Ja, stark, sehr stark. Ja, die Erfahrung ist da. Ist richtig, ja. Ich mag Leipzig, war schon öfter mal. Ja? Ja, ja.
Dutzende Mal war ich in Leipzig. Ja, ja gut. Das ist jetzt nicht so wie Berlin, aber. Nee, schön, hat sich auch eine Menge verändert. Also ins Positive. Ja, auf jeden Fall. Leipzig war mal vor 25 Jahren auch mal ein sehr hartes Fenster. Ja, durch die Links. Ja, kann ich sehen, ja, auf jeden Fall. Durch die Links, glaube ich. Ja, die. Okay. Ich fand, da sind damals gab es da irgendwie mehr Rechte. Es brennen immer so viele Autos dort. Ah ja, okay. Also heute auch. Ja. Die Linken sind zwar keine Nazis, aber irgendwie sind die schlimmer als jeder andere da draußen. Kann das sein? Ja, also ich frag du, keine Feststellung. Das kann sein, ja, auf jeden Fall. Also sie sind gefährlicher ja. als Leute, die nur pöbeln und sagen, Ausländer raus. Ja, genau. Verstehst du so ein bisschen? Richtig. Ja. Stark. Ich meine, krank. Also ich folge dir übrigens bei TikTok. Also danke dir, danke dir. Geilen Videos an. Relativ. Alles klar, gell? Pass auf dich auf, man. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ja, sicher, wir sind ja alle in Berlin. Ja, ist ja so klein, ja. Ist ein kleines Dorf. Stimmt. Alles klar. Mach's gut, ciao, ciao. So, Sinato, ich wollte dich gar nicht vernachlässigen, aber ich muss jetzt gleich auch weiter. Ja, war nett, dich kennenzulernen. Oder sie. Lebensmittelfotograf. Das ist eine Worterweiterung von meinem aufgerufenen Namen Smith. Ja. Alles klar, Mann. Mach's gut, gell? Alles Gute. Ja, das war der Sinato von Brandenburg. Also Berlin ist richtig next level. Der Typ war der Geist auf jeden Fall. Ihr merkt, dass es hier einfach nur drunter und drüber geht manchmal. Was aber ganz normal ist. Ja. Wir gehen mal ganz kurz hier hoch auf die andere Seite. Der Sinato. Gehen wir ganz kurz Richtung Pankow hoch und schauen uns an, wie die Station hier aussieht. Ja! Ich lache nicht den jungen Mann aus, im ganzen Falle. Nur über seinen Humor. Also, dass es ihm nicht gut geht, ist offensichtlich. Ich hätte ihm ruhig was geben können, aber daran habe ich nicht gedacht. Ich habe ja auch kein Kleingeld oder so. Naja, das Thema hat sich erledigt. Der Sinato. Hier müssen wir nicht viel zeigen. Einmal nur kurz drüber gehen. Und dann hat es sich erledigt. Guck mal, sauber machen die hier auch noch. Also, hier wird schon geputzt. So ist es nicht. Gibt es hier Drogen irgendwo? Nee. Fehlalarm. Hier gibt es keine Drogen. Eine saubere, guck mal, der Typ, was macht er da? Süßigkeiten kaufen. Ja, komm, wir hauen wieder ab. Ist das eine Socke da oben drauf, Alter? Ich glaube schon. Sieht aus wie eine Socke. Berlin, du bist auf einem anderen Level. Moment. Schauen wir uns mal kurz die Socke an. Seht ihr das da oben? Da ist einfach eine Socke drauf. Oh Mann. Wisst ihr? Jetzt wisst ihr, warum ich gerne hier lebe in Berlin und warum mir nie langweilig wird. Ich hoffe, ihr habt auch so gut gelacht wie ich gerade. Oh, wow. Berlin ist eine reine Clown-Comedy. Berlin ist Show. Eine reine Show. Ihr braucht kein Fernsehen, wenn ihr nach Berlin zieht. Marianne. So, wir sind, würde ich sagen, dann draußen. Das war's. Naja, Obdachlosigkeit ist ein großes Thema, wie immer. Kann mir nicht helfen, auch wenn ich gerne würde. Das ist immer so traurig, Alter. Der Typ habt ihr gerade gesehen, der arme Typ. So, hier beende ich auch. Meine Reise, das war wirklich sehr toll mit euch. Neuendorfplatz, ja. LGBTQ und High Society hier. Also wirklich. Ja, mir brennt es auf der Zunge. Aber ich werde über die Firma hier nicht reden, weil ich Verbot bekommen habe. Erst bis es steht. Das war's. Mein Name ist J6. Six All in the Mix. Danke euch, dass ihr mit dabei wart, wieder bei der Reise. Und Oberhöfe liebe ich sehr. Ich liebe unsere Oberhöfe in Berlin. Und man kann hier voll viel sehen. Man kann hier auch so viel erleben. Das ist unglaublich. Ja. Ich bedanke mich. Danke für jeden Einzelnen, der mir zuguckt. Und ja, ich bin immer dankbar. Egal, was auf mich zukommt im Leben. Ich bin immer dankbar. Positiv, negativ.
Ja, haut rein, ich habe nichts mehr zu erzählen. Herzlich willkommen oder Grüße aus Berlin-Neuendorfplatz. Das neue Brandenburg.